Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Legend of Zelda Link's Awakening DX. Wir müssen gegen den Adler Horst kämpfen und hoffen mal, dass das ein leichtes wird diesmal für uns. Ich habe da so eine kleine Vermutung, wie ich ihn plätten kann. So mit dem Schild. Da haben wir ihn schon mal getroffen, ja. Na Mist, da hat er uns getroffen, aber das wird wohl nicht weiter schlimm sein. Wir werden es schon irgendwie hinkriegen. So, jetzt haben wir das. Gucken wir mal, von wo er kommt. Da. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, da treffen wir ihn sowieso nicht. Ob das doppelten Schaden jetzt gemacht hat? Nein, ich denke wohl eher nicht. Ich verstehe es nicht. Wie soll ich den denn besiegen, bitte? Noch zweimal treffen. Ja, entschuldigt, ich bin gerade ein bisschen ruhig, weil ich wirklich überlege, wie ich den komischen Vogel besiegen soll. Ah. Macht er das nochmal? Nein, macht er nicht. Aha. Gut, dann habe ich jetzt ungefähr kapiert. Mal gucken, wie oft ich den treffen muss. Oh, oh. Gut, da hat er uns so angegriffen. Trifft uns aber auch nicht so richtig. Schaden macht uns damit nicht. Wir ihm aber auch nicht. Wir treffen ihn ja nicht. Ah, doch, jetzt haben wir ihn getroffen. Gut, der hat wirklich ein paar mehr Angriffe. Nein, das war scheiße knapp. Mich interessiert echt, jetzt müssen wir alles nochmal von vorne machen, glaube ich. Also hier müssen wir ihm nochmal genau den gleichen Schaden zufügen. Mist, 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 Mist. Einmal so ein Angriff und wir sind wieder besiegt. Und da sind wir besiegt. Hurra! Probiere ich das gleich nochmal. Wie gesagt, wenn euch das stört, dass ich immer verliere, dann guckt es einfach nicht an. Es gibt viele andere Let's Play, die das auch gemacht haben. Wenn euch das bei denen besser gefällt, dann guckt das und lasst mich einfach spielen. Muss ich mal wieder mit den Steuerung ein bisschen klarkommen. Ja, aber jetzt habe ich wenigstens herausgefunden, wie ich den Typen besiegen kann. Bei mir dauert es öfter mal ein bisschen länger, wenn ich den besiege. Ich spiele gerne, aber ich bin halt kein super Top-Spieler. Gibt es andere. So, der labert erstmal, bla bla bla. Das ist der Vogel. So. Und hast du nicht getroffen? So, also treffen wir ihn ja, wir schlagen so und ja gut, ja doch, würde ich auch sagen, das ist ein guter Treffer. Oh, das war knapp, das war ziemlich knapp. Aber jetzt müsste er uns mal wieder mit seinem Lieblingsangriff angreifen. Was, ich glaube, da können wir runterfallen. Nein, diesmal nicht, diesmal nicht. Komischer Vogel. Treffer. Jetzt müsste er wieder mit dem anderen Angriff kommen. Ja, also dürfte eigentlich kein Problem sein, wenn wir uns immer so zu ihm hinstellen. Achso, ja. Da ist mir was aufgefallen. Das nämlich. Jetzt kommt der andere Angriff wieder, glaube ich. Ist das wieder. Ja, toll. Gerade so hat es nicht funktioniert. Und dann dürfen wir das Ganze noch einmal machen. Nein. Ja, er schmeißt uns wieder runter.
Mich interessiert echt, wie man ihn dann besiegt. Wie viele Lebenspunkte der komische Vogel hat. Gut. Jetzt hat man ihn vielleicht so getroffen. Na gut, ist ja auch nicht weiter tragisch. Ich habe ja Zeit, ihr wahrscheinlich nicht so. Dann überspringt er einfach ein, zwei Filme und dann dürfte ich den komischen Vogel auch besiegt haben. Wieder so ein Knapper. Also zweimal darf er mich noch so erwischen. Einmal darf er mich noch so erwischen. Hurra! Ja, das müsste eigentlich machbar sein gerade. Ich bin so gedacht. So haben wir ihn so erwischt. Was kommt jetzt? Jetzt kommt der Angriff. Und jetzt müsste er nochmal flattern. Ah, dürfte klappen. Ja, und jetzt schmeißt er uns wieder runter. Ja, war irgendwie logisch, dass wir das nicht länger aushalten. Aber diesmal müssten wir es eigentlich schaffen. Da, 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 da. Haben wir ihn? Nee, ich dachte, wir haben ihn besiegt. Also ich habe es viel mehr gehofft. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie viel Hits der komische Scheißvogel aushält. Jetzt müsste eigentlich wieder angreifen. Irgendwie. Ja, das müssten wir eigentlich auch schaffen. Jetzt also müssten wir oben bleiben, theoretisch. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Komme ich nicht ran? Aber so komme ich ran. Ich würde echt interessieren, wie lange ich den komischen Scheißvogel mal treffen muss. Das ist auch wieder so ein knappes Ding, glaube ich. Aber na gut, doch, das war nicht ganz so knapp. Meine Energie, bin besiegt. Dich erwischt es auch noch, wenn der Windfisch aufwacht. Du und ich, wir sind sein Traum. Nein, er verrät alles. So, damit hätten wir das schon mal geschafft. Und wo ist das Instrument? Ah, danke. Dann hören wir uns das wunderschöne Instrument an, die Poseidon-Orgel. Flöte, die Musik der... Gut, ich weiß ungefähr, wo das Level ist. Geil. Denn da waren wir ja beim letzten Mal. Ach ey. Mich kotzt das gerade so ein bisschen an, weil wir hier runtergefallen sind und ich nicht genau weiß, wie ich da hinkomme wieder. Weil es ja schon ein wenig her ist, seitdem wir das letzte Mal dort waren. Ich glaube, wir müssen hier irgendwo hier. Nein, hier nicht. Hier auch nicht. Na, dann wird das jetzt mal hier ein bisschen gespeedet kurz, aber wir sind schon mal fast richtig. Ah, ich glaube, wir müssen da links nochmal hin, wo die zwei Schweinchen gerade lang gedüst sind. Da, ah, gut, da ungefähr war das. So, weg mit dem Vieh. Ach, dann wollte ich mal kurz was gucken. Select. Ja, doch, ich habe, glaube ich, alle Container. Alle Container bekommen. Als Container. Einen gibt es noch und der letzte, der müsste, glaube ich, im letzten Level irgendwie sein, habe ich gehört. Ich mich da nicht täusche. Sonst könnte ich wirklich alle haben. Bis auf den einen, der da müsste irgendwo noch so ein kleiner Geheimgang sein, den ich beim letzten Mal übersehen hatte. Ja. So. Tschüss, meine Freunde. Gut, brauchte ich eigentlich nicht. Aber besser das als nichts. Hier noch nicht hoch, glaube ich. Dann muss ich hier rein. Ja, ich denke mal, ich bin richtig. Ja, doch, sieht gut aus. Vielleicht schaffe ich es noch bis ins letzte Level. In diesem Part. Ich denke mal, eigentlich müssten wir das schon hinkriegen. Da, zu dem Herzcontainer muss ich noch. Hier muss ich durchlaufen.
Den Weg hatten wir ja schon mal, als wir zu dem anderen Level gelaufen sind. Unser Vogel ist übrigens weg, den sehen wir ja nicht mehr. Aber da müssen wir auch nicht mehr hin. Wir müssen jetzt hier hoch. So, wartet mal. Ich glaube, da oben, da müssen wir auch nochmal hin, um was Bestimmtes zu bekommen. Gut. Muss ich mal kurz die Feder mitnehmen. Johnny. So. Da unten, ihr seht ja, der Stein ist so ein bisschen anders als die anderen Steine. Passt auf. Tada! Hey, das ist eine perfekte. Ich nenne es nah dran. Bin zu nah dran. Ich muss etwas zurücktreten. Oh, ah, mh. Ein geiles Bild. Ein absolutes Hammerbild. Hilfe! So, das vierte mich noch fast gekillt. Aber das habe ich nicht zugelassen. Nicht mit mir, Junge. Nicht mit mir. Und hier seht ihr übrigens, ist unser Goggle drin. Ja. Der heizt hier schön rum. Da ist er. Enterhaken. Ja, man müsste ihn noch auswählen, nicht wahr? Sonst klappt das alles nicht. Ach, die. Hilfe! Cliff! Ein paar Monster haben mich hierher gebracht. Was soll ich jetzt tun? Ich habe Angst. Ja, was machen wir mit ihr? Danke, Cliff. Das war Rettung in letzter Not. Sag Cliff. Ach, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Aber Cliff. Marin. Huch, Tarin. Oh, tja, dann muss ich wohl gehen. Ja, sie wollte mir jetzt irgendwas sagen. Da haben wir die lustige Eule mal wieder. Puh. Du kennst also das Mädchen, das die Ballade vom Windfisch vor dem Ei gespielt hat? Jenes Lied, das Schlafende aufweckt? Wollte die etwa den Windfisch aufwecken? Das nächste Musikinstrument ist im Westen beim Reptilienfelsen. Mit einem Lied kannst du den Stein zum Leben erwecken. Oh, von hier kann ich nicht runterfallen. Ja, toll. Nee, da springe ich mal nicht runter. Ich glaube, hier war es, oder? Ich glaube. Tada! Tschüss, tschüss. Haut ab, lasst mich bloß in Ruhe. Ein Herzteil. Drücke Select im Untermenü, die Anzahl festzustellen. Ja, ich weiß, dass noch einer fehlt bis zu einem neuen Herzcontainer. Lappen. Bin ich jetzt hier richtig? Ich hoffe mal, ich bin hier richtig. Aber wie ich mein Glück kenne, bin ich hier falsch. Aber wir wissen ja, wie wir wieder hinkommen. Das dauert zwar eine Weile, aber stört uns ja nicht. Wir haben Zeit. Nee, doch, wir sind richtig. Wir sind richtig. Ungünstig. Ja, er trifft mich wieder. Ich glaube, hier irgendwo war doch noch das Ding für die Pfeile. Also, irgendwo muss es ja sein. Und ich meine mich zu erinnern, ich habe zwar nie so weit gespielt, aber ich habe das irgendwo mal gesehen, dass hier irgendwo. Da ist es. Ja, natürlich wieder nicht. Wer stört mich da wieder beim Schlafen? Du, na toll, vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Na warte. Willst du zur Strafe mehr Pfeile tragen können? Ja, bitte, bitte. Aber lass mich. Ach so. Aber lass mich. Jetzt musst du noch mehr Zeug mit dir rumschleppen. Das geschieht dir recht. Bis dann. Tschö. So, jetzt können wir 60 Pfeile tragen und freuen uns einen Keks. Ich will auf jeden Fall noch bis zu dem letzten Level spielen, also bis zum achten Level, bis wir da sind. Müssen wir jetzt hier runter? Risiko? Ja. Da war eine Feenquelle, oder? Da wollen wir auch schnell nochmal rein. Nein, hier war keine Feenquelle.
Wir sind richtig. Wir laufen hier nämlich genau richtig lang. Zack, 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 zack. Und wir sind durch. Juhu. Da können wir halt nur lang, wenn wir das Level davor geschafft haben. Was wir natürlich getan haben. Ist das? Ja, sieht schon mal richtig aus, der Weg hier. Da ist noch ein Telefonhäuschen. Können wir mal Uriah wieder anrufen, oder wie er heißt. So, ist er das nicht? So, ja, ich müsste es natürlich auch. Dafür braucht man ihn auch noch. Den Reptilienfeld muss das Ding besiegen. Bleibst du wohl hier? So haben wir den auch besiegt. Den Reptilienfelsen, was eigentlich ziemlich geil aussieht und die Idee ist auch klasse gemacht. Und da haben wir Level 8, den Reptilienfelsen. Hier beende ich den Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute!